Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Star Wolves. Es hat so lange gedauert, ey, ihr glaubt's nicht. Ich habe eine Stunde gebraucht, um das zu schaffen. Das ist eine richtig, richtig perverse Mission. Wie ich es gemacht habe, erkläre ich euch gleich. Erstmal hören wir uns jetzt an, was hier ist. Und ich habe auch leider einen verloren, nämlich Heretic. Aber ihr seht schon, ich hatte ultra viele zielsuchende Raketen. Ich musste jeden einzeln wegfokussen und der musste innerhalb von ein paar Sekunden sterben. Ansonsten war ich absolut down. Wow, und die mussten auch nur in Vierergruppen kommen, ansonsten, also die zweite Welle, die war das Schlimmste. Oh, Leute, ey. Eine Kackmission sondergleichen, also die war richtig kackenschwer, aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Wir geben uns nicht schießen, hat jetzt der Typ gesagt, der mit dem Admiral. Wenn der Admiral nicht an Bord wäre, wären sie jetzt Sternenstaub. Folgen sie uns und machen sie ja keine Dummheit oder sie scheinen sich schon einmal ergeben zu haben, dieses Mal werden sie sterben. Nee, wenn der Admiral nicht an Bord wäre, dann wären sie Sternenstaub. So, und weh, ihr Penner verratet mich nochmal. Wow, ich habe nur eine Stormcrow verloren. Und ich glaube, wir haben sogar noch eine Stormcrow. Also ist mir das relativ egal. Und er ist ja immer noch fit. Ich habe die Systeme wahrscheinlich auch verloren. Aber auch das ist mir vollkommen egal. Ja, damit... Okay, ich hab die supergeile Vulkankanone wahrscheinlich verloren, oder? Gucken wir erstmal, was hier so reingepfiffen wird. Vielleicht haben wir die ja noch retten können. Der ist hier hinten drauf gegangen, glaube ich. Ein Gladiator, ein Mace... Auf alle Fälle verstanden. Könnt ihr schon mal wieder folgen. Bereit. Ey, es war so knapp, Leute. Ich sag's euch. Ihr geht bitte alle nochmal rein und holt euch dann gleich neue Raketen. Wir warten auf Anweisungen. Dann machen wir das erstmal. Jetzt dürfte nichts mehr passieren. Ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich mir nicht sicher war, ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Oder habe ich gar keine Chance, Andock hier zu gewinnen? Doch, ich habe eine Chance. Eine sehr, sehr geringe. Die Tiger, Leute, Andock die sind so Manöver ekelhaft stark. Das glaubt ihr gar nicht. Die habe ich als allererste platt gemacht, glaube ich. Dann hatte ich auch viel mehr Spielraum. Vor allem ging dann mein Mutterschiff nicht so schnell down. Und, ja, das war es auf jeden Fall wert. So, gespeichert haben wir. Ich will jetzt den Crab haben. Rettungskapsel und Storm. Shit, wir haben leider diese Supercannon, diese Vulkankannon nicht mehr. Nee, doch. Oh, wir haben sie doch noch. Oh, den Thunderbolt. Die haben mir den Arsch gerettet, die zwei Thunderbolts, ne? Weil er zusammen haben die Gegner weggefokust. Es ging so schnell. Beide Eintreffer, dann. Gegner weg. Das war so gut, Leute. Ich sag's euch, ey, das war klasse. Okay, du brauchst auf jeden Fall Reparatur. Ich dachte mir, ich habe keinen Dings mehr. Ich habe nur noch die hier. Aber es ist okay, du musst doch, kannst es mit dem Storm erstmal durchhalten. Das wird schon passen. Und sonst Raketen. Finde ich ganz gut, dass du die benutzt. Du auch. Du kannst keine. Du nimm lieber die Ungelenkten, obwohl er ist auch eher ungelenkte Raketen. Dann nimmst du auch die Ungelenkten. Du, ja, seht ihr, ich habe nämlich denen alles zugepackt mit dem Kack. Einfach weil es ging nicht. Es war so unmöglich, so unschaffbar. Ich hatte sogar einmal ausprobiert, jedem hatte ich einen Murph gegeben und habe dann die Murphs gespammt wie Sau. Aber die machen nicht genug Schaden, die Sprengköpfe. Von daher hat das überhaupt nichts gebracht, leider. Die muss ich irgendwann einfach mal rausballern. Ja, komm, ne, einen Murph will ich dir eigentlich nicht mitgeben. Die Piranhas verkaufe ich lieber. Also, bringt gar nichts, die Dinger. Die werden eh abgelenkt. Kann man so welche nehmen. Sharks. Okay, Leute. Puh, wir haben's. Ey, die Mission, ne? Die war schwieriger als die für 15.000 oder sowas. Obwohl, die haben mir ja 15.000 angeboten, ne? Nein, ihr dürft gar nichts davon verwenden. Okay, ich will wieder Ace haben. Ich habe die auch immer irgendwie zusammengewurschtelt vorhin. Dann, ja, Heretic und dann den Korsan. Okay. Puh. Okay, ihr bleibt jetzt bitte, nein. Verstanden. Ihr bleibt jetzt da. Und wir verschwinden jetzt in diese Richtung zu den Outcasts. Alter, wenn jetzt noch ein Penner kommt, der meint hier auf Dicken machen zu müssen, ne? Dann ist aber zappenduster, sage ich euch. Verteidigen hat auch nichts gebracht. Ich musste voll auf Angriff gehen. Ich musste volle Möhre reinhauen. Jeder Schuss musste sitzen. Leute, also ich bin froh, dass er nicht aufgenommen hat, weil wie gesagt, ich habe eine Stunde gebraucht. Und das wäre mir echt zu blöd. Und da zu cutten. Also sorry, dass ihr es nicht gesehen habt. Es war echt fies. Ich habe auch keinen Cheats benutzt, gar nichts, ganz ehrlich. Aber die Mission ist nichts für schwache Nerven. Also ganz ehrlich, ich hatte sogar schon mal so weit, dass ich einfach den Typen gekillt habe. Und damit ist der Admiral halt auch drauf gegangen. Guck mal, der hat nicht mal Schaden genommen. Nicht ein Schadenspunkt. Du kommst uns aber jetzt schon noch hinterher, du Dreckstück, ne? Ja, okay. Bestätige. Ja, war nur ein bisschen drum. Man hat nicht mal Schaden genommen. Doch, vielleicht ein, zwei Punkte, ne?
krass. Obwohl wir wissen, dass der Admiral in Sicherheit und am Leben ist, werden uns die Piraten das nicht glauben. Lasst uns auf den... Sie haben es geschafft. Sie haben ihn gerettet. Ja, also wie gesagt, Leute, wenn ihr die Mission schaffen wollt, ich bin am Anfang hingeflogen, nur mit Gary. Also die anderen blieben alle beim Schiff einzeln, damit die nicht irgendwie lospreschen auf einmal, sondern einzeln, damit ich jedem einzelnen Befehl geben konnte. Alle blieben hinter dem Mutterschiff. Das Mutterschiff war weit weg, damit das andere, der Stone Arrow, nicht getriggert wurde. Und dann bin ich mit Gary los und habe mir die versucht, nur die Fighter zu holen und nicht den Stone Arrow. Die sind mir dann gefolgt. Ich bin dann immer zurück, weil er halt ein Flugpilot ist, also einer, der auf Fliegen geht und so, wurde nicht so gut getroffen und konnte auch zur Not seinen Afterburner da zünden und war viel schneller. Ich bin dann zurück zu meinen Leuten, das Mutterschiff hat auf die Typen geballert, die ankamen. Und da sie da ein paar schneller sind, ein paar langsamer, war das eine Linie mit Gegnern. Und dann habe ich meinen Leuten gesagt, kill den, dann kill den, kill den. Das war immer nur ein Schuss, den sie gemacht haben. Bam, bam, tot, bam, bam, tot, bam, bam, tot. Und so habe ich das dann gemacht. So war das der Anfang, dann ist der Stone Arrow mir leider gefolgt. Das heißt, ich habe dem seinen Druck auch noch gehabt, dem seinen Schaden. Ja, und dann habe ich so gemacht, dass ich in die Richtung der Tiger geflogen bin. Hab versucht, die ganz schnell einzeln einen nach dem anderen wegzuballern. War nicht so sehr erfolgreich, aber es ging. Und dann musste ich jeden, der ankam, einfach sofort einzeln wegballern. Und hab dem Mutterschiff auch gesagt, alle außer den Stone Arrow angreifen. Hab meinen Leuten gesagt, immer einen angreifen. Und dann ist immer sehr schnell geplatzt. Vor allem die Stormcrows, die man nicht unterschätzen darf. Die sterben sehr schnell, aber machen auch sehr viel Damage, wenn man sie lässt. Hab die dann einen nach dem anderen weggeballert und dann hat es irgendwie funktioniert, Leute. Es war sehr knapp und wir haben Heretic halt verloren. Aber gut, ich hatte noch einen Stormcrow, also habe ich mir gedacht, fuck it, die 20.000, da wird für 23.000 das Ding kostet, da habe ich ja, ich habe ja noch 189.000, das kann ich auch nochmal neu kaufen, wenn es sein muss. Gut, dass ich mir den einen aufbewahrt habe, aber Leute, die Mission ist heftig. Gut, jetzt machen wir weiter. Stone Arrow, lassen Sie den Gefangenen frei. Danke, Starwolves. Ich habe Achtung vor solch mutigen Kriegern, wie Sie es sind. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, den Kreuzer zu nehmen. Würde ich gerne. Es wird mich an meine Lektion erinnern. Wir werden die Navy-Piloten mit dem ersten Handelsschiff aussetzen. Ganz ehrlich, ich hätte gern besseres Schiff, besseres Mutterschiff, weil das hier ist so lame. Einverstanden, Admiral. Die Patrouille wird sich von solch einem Schlag nicht erholen. Gute Jagd, Starwolves. Leben Sie wohl. Und bitte seid keine Piraten mehr, sondern ne, gründet irgendwo eine eigene Zivilisation. Das ist doch super. Wir müssen den Kreuzer nehmen, was heißt das? Okay, beenden. Mit dem Admiral zu den Outcasts zurückkehren, gesammelte Erfahrung. Also wir haben eine Menge Erfahrung gemacht. Ach so, ja, er hat gemeint, er nimmt den Kreuzer, das ist das Problem. Ja, denn ich habe auch ein Dings von jemandem. Können wir mit denen nicht irgendwie vielleicht noch eine Mission machen? Ich gehe auch nochmal da oben hin und will nach einer Mission gucken. Man soll immer nach allen Missionen gucken, habe ich in einem Walkthrough jetzt gelesen. Also ich hatte, wie gesagt, ich habe mir über die Mission was durchgelesen. Stand überhaupt nichts drin, was ich nicht schon wusste. Also, pff. Ja, ich habe wirklich 15.000 bekommen. Wow. Really? Logbuch? Da steht leider nicht drin, wie viel ich bekommen habe. Schade. Aber es müssen um die 15.000 gewesen sein. Denn ich hatte 189 und jetzt habe ich 204.000. Ja, das waren 15.000. Sehr geil. Nicht nur 8.000. Das hat sich ja gelohnt. Also es waren aber auch schwer verdiente 15.000. Ganz ehrlich, da habe ich schon 100.000 leichter verdient. Aber guck mal, da gibt es ja auch noch was. Die Station hat also nichts. Warum habe ich mir die nicht geholt? Na, wahrscheinlich, weil ich es nicht mehr sehen konnte. Gut, den Kram nehmen wir auch noch mit. In der Hoffnung, dass es uns kompensiert für die Verluste, die wir erlitten haben. Das war echt teuer. Also wir haben definitiv hier Verluste gemacht. So oder so. Und los geht's. Und ich hoffe, das wird nicht nochmal so schlimm enden. Aber die Missionen werden nicht einfacher, ne? Und ich habe das Gefühl, wir haben ein bisschen Kohle liegen lassen auf der Strecke. Weil wir nicht immer zu jeder einzelnen Station geflogen sind und versucht haben, sie abzuklappern nach Aufträgen. Hätten wir besser tun sollen, naja. Da werden wir schon die Quittung noch für erhalten. Oder wir können uns irgendwie noch retten und rüberhangeln zu... Naja, zum Sieg. Ne? Aber mal schauen. Ah, das war jetzt echt eine Tortur, Leute. Wow, aber ich bin froh, dass es hinter mir ist und nicht vor mir. Okay, nochmal gespeichert, nur für den Fall. Nope, okay. Ja, das ist einfach mal gecheckt, ne? Ist ja auch nicht so schlimm, dann haben wir ein bisschen kurze Zeit zur Entspannung, zumindest ich. Ihr könnt euch auch entspannen, zurücklehnen und zuschauen und einfach diese wunderschöne Atmosphäre genießen. Denn ich finde, die hat das Spiel schon. Also das hat schon eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Wir haben eigentlich ein cooles Mutterschiff, ne?
Finde ich schon super, aber es ist halt schon sehr anfällig, leider. Obwohl wir echt 500 Schild haben, ne? 2000 Panzerung, 500 Schild, interessiert manche Gegner gar nicht. Und das finde ich schon ziemlich krass. Wir müssen irgendwie versuchen, das zu verbessern. Vielleicht hole ich mir so einen zweiten Mega-Schild-Generator und baue den auch noch ein und dann hätten wir, ich meine, ich glaube, 200 hat es automatisch, dann hätten wir 600 Schild. Wäre schon mal ein bisschen besser. Ich will vor allem die Reparaturfähigkeit erhöhen des Mutterschiffs, das muss auch noch verdoppelt werden. Die Schilde müssen erhöht werden, die Bewaffnung muss verbessert werden, natürlich immer noch weiter, ne? Ja, ich weiß nicht, was es sonst braucht. Ich glaube, es braucht noch nicht immer Langstreckensensor. Eventuell würde ich noch ein Schild da dran pappen, wenn es geht. Ich meine, 3 Schilde, dann hätten wir echt 800 Schildkapazität. Das wäre schon eine Nummer, ne? Ja, 15.000 haben wir bekommen, kein Kopfgeld, aber 500 Dividenden. Das ist wieder gestiegen. Und nein, es reicht nicht ganz. Leute, es reicht. Doch, es reicht. Es reicht. Berserker-Technologie. Dankeschön. Auf jeden Fall nehmen wir das. Schade, ich hätte da noch den bessere Glück genommen gerne. Wir können den Antrieb verbessern. Nee, ganz ehrlich, ich spare auf die beiden. Oder beziehungsweise eher auf das da. Okay. 2 fehlen, ne? Dann hätte ich mir das auch noch holen können. Damn it. Okay, die Inspiration verbessern wäre gut. Spezialisten Raketeneinsatz. Dreimal pro Mission, ja. Ist cool. Ich muss die Fähigkeit ein bisschen besser spammen können. Hier haben wir jetzt noch einen Taktiker. Aber dann ist er kein Flügelmann, ne? Das ganze Geschwader im Nahkampf effektiver handeln. Ist halt die Frage. Optimierte Kanonenreichweite, Kanonenausrichtung. Aber ein paar entscheidende Treffer wären gut. Ich denke mal, das ist die bessere Wahl gerade in dem Moment. Ich weiß halt nicht, ob Stack der Taktiker-Bonus und wir haben schon einen Taktiker. Du könntest Spezialist im Raketeneinsatz werden. Ja, why not? Und du kannst einfach gar nichts. Gut, super. Okay, was können wir verkaufen? Das können wir verkaufen. Erstmal alles verticken, was wir verticken sollen. Das können wir auch verticken. Ich hoffe eigentlich, die sind besser. 20 mit 30 Feuerrad. Die Feuerrad ist halt recht schlecht, ne? Feuerrad ist ziemlich schlecht. Das weg. Das weg. Wir haben ja alle Raketenabwehrsysteme. Und den Quark brauchen wir auch nicht. Ich bin da nicht so ein Fan von. So. Da werden Kenner vielleicht sagen, oh mein Gott, wie kannst du nur? Aber ja, was soll's, komm. Ist jetzt auch nicht so wild. So. Wir haben ein paar neue Schiffe. Wir könnten uns einen Cleaner holen. Die Cleaner sind ja ziemlich stark, wie wir gesehen haben, aber nicht so manövrierfähig. Und ich bin eher auch für Manövrierfähigkeit. Ja, seht ihr, 23.000 haben wir verloren in der Mission. Naja, 15.000 gemacht, 23.000 verloren. Das heißt 8.000 minus. Aber wir haben eine gute Tat gemacht, finde ich. Ist zwar nicht wirklich, was Söldner tun sollten, aber... Scheiß auf Roleplay, right? Scheiß auf Roleplay. Ich wäre echt dafür, noch so ein Ding zu kaufen, ne? Haben wir auf dem Schwarzmarkt einen Tiger? Wenn ja, nehme ich ihn. Wir haben noch ein Evil Eye. Evil Eye ist auch gut. Bident. Raptor. Raptor. Ganz ehrlich, ein Evil Eye nehme ich mir mit. I don't fucking care. Und den könntest du haben oder ich? Das ist die Frage. Du musst für deine Sniper-Sache eigentlich super gut wendig sein. Und der Stormcrow ist ja auch wendig, aber zu widerstandsfähig. Ganz ehrlich, ich hole mir jetzt noch ein Reparatursystem. Das reicht mir jetzt langsam. Wem gebe ich das Ding? Erstmal gucken, ob wir noch ein Reparatursystem kriegen. Ja. Und noch so ein besseres, so ein Squall? Nee. Ein Squall kriegen wir leider nicht. Das ist ja schade. Kriegen wir hier einen Squall? Ich meine, wir müssen nicht mehr ganz so auf die Preise achten. Wir sollten nur nicht zu viel raushauen auf einen Schlag. Ja, hier kriegen wir noch einen Squall. Dankeschön. Braucht noch jemand eins? Wir brauchen eins. Wir brauchen zwei. Zwei Stück, okay.
Ich meine, ich könnte den verbesserten Schildgenerator nehmen, aber das ist... Wow, ein Stronghold plus 50. Das ist eine Menge für so ein kleines Schiff. Warum sollte ich 46.000 bezahlen, wenn ich es hier für 31.000 bekomme? Leute, ich glaube, den nehme ich. Wir haben immer noch keine bessere Reparaturstation. Ich hau hier eine ganze Menge Kohle auf den Kopf, aber... Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe wirklich, dass das funktioniert. Es geht. Wie geil, 600 Schild. So, dann... Ein Evil Hammer gekauft. Sonst gibt es hier nicht wirklich was Gutes, leider. Hier auch nicht. Pisselige, grobe Kampfschiffe. Okay, was noch? Was noch, was noch, was noch, was noch? Wir müssen doch sicher noch was machen. Hier, komm. Das Evil Eye ausgeben. Ja, wisst ihr was? Ich hole mir jetzt ein ordentliches Reparaturset. Und dann passt das schon. Währenddessen könnt ihr euch die Dinger schnappen. So. Ich weiß was, du bekommst jetzt eh das Evil Eye. Ich werde mir auch noch so einen holen, aber später. Sehr gut, dann brauchen wir den Stormcrow nicht mehr. Sehr gut, so und bekommst eine schöne Waffe. Du bekommst schöne Raketen. Die können wir jetzt auch ein bisschen verschwenden, weil wir haben Massen davon. Es kommt halt nur darauf an, ob wir auch... du reparierst. Da. Und ach guck mal, wir können jetzt den Bestien doch noch nehmen, warte mal. Was habt ihr sonst so? Du hast auch ein Bestchen. Das heißt, zwei Stück, drei Stück. Drei Stück. Drei Stück, drei Stück, drei Stück. Haben wir hier noch drei? Bessere als Bestchen. Ich will die... Verbesserte Version gibt es noch im Schwarzmarkt. Wie teuer ist die? Oh, das wäre so gut gewesen. 7.000. Ja, ginge. Ich könnte mir sogar einen davon holen. Nee, nehmen wir die da. Da seht ihr, drei sind noch nicht so teuer wie einer davon, also das läuft. Okay, dann. Bam! Geil. Das sind nur 30, ne? Ja, der andere wird noch 20 mehr bringen, aber ist okay. Wir haben auch kein Crap mehr frei. Nein, wir haben kein Crap mehr frei, also weg mit dem Scheiß. Gut, Leute, läuft. Das läuft ja ziemlich cool. Der Scheiß kann weg. Ach, da bin ich kein so großer Fan von. Ich hoffe nur, das wird gleich nicht notwendig. Ne, dann weine ich. Okay. Da haben wir es runterkondensiert. Haben wir noch ein paar Raketen, die wir kaufen können. Die Dinger kosten ja nichts mehr. Immer was gekostet, aber mittlerweile kosten die nichts mehr. Warte mal. Warte. Wow, überragend. Oh ja. Yeah, baby, yeah. Und was haben wir hier noch? Die sind gut, die sind nicht so gut. 70 und 50. Okay, das sind die guten. Wir nehmen nur noch den guten Scheiß. Die Piranhas können weg. Die Dinger können weg. Wir nehmen nur noch den geilen Kram. Die Dinger sind die besseren Piranhas, ne? Ja, nehmen wir auch mit. Danke. Die kann man eigentlich immer gebrauchen, aber ich glaube, wir haben genügend. 600 und hiervon, ja komm, nehmen wir die noch mit und dann reicht das wirklich für immer. So viel brauchen wir davon niemals. I hope. Sonst weine ich. Aber du kannst die besseren mal mitnehmen. Du hast noch die schlechten. Nimm die da. So, ich denke mal, das passt soweit. Sie hat leider keine Raketen, das stört mich immer noch, ne? Das stört mich echt immer noch. Ne, es passt schon so. Okay. Apropos, wir müssen speichern, Leute. Denn jetzt kommt auf jeden Fall eine Story-Mission. Und deshalb will ich unbedingt gespeichert haben vorher. So, ja, bleibt nicht mehr viel. Das Nest der Hydra. Wer soll auch sau schwer sein? Ja, wir kämpfen gegen die Berserker. Kennen wir, Widerstand ist hoch. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich muss gleich jeden Cut machen, aber wir gucken uns das noch an. Oh, Major crap. Masterson, da sind die Söldner, von denen Sie sprachen. Bitte sei nicht böse zu mir. Start abgeschlossen.
Danke, Commander. Jetzt gibt es Hoffnung auf einen erfolgreichen Einsatz. Okay, wegen uns? Na dann, seid ihr ja nicht gut aufgestellt als Armee, als Navy. Masterson, Sie werden Warum? Für die Verteidigung des Portals und für den Gegenangriff verantwortlich sein. Behalten Sie diesen ungeordneten Haufen im Blick. Wir sind nur ungeordnet, weil ich nichts machen kann. Ich darf keine Befehle geben. Angriff abwehren, okay. Okay. Erstmal machen wir das mal... Nee, ich will die nicht zusammen haben, alle. Wer hatte hier noch? Du bist ein Flügelmann. Ah, aber Ace nicht. Doch, Ace ist immer noch... Ich habe einen Taktiker nicht gegeben. Shit. Hast du einen Taktiker? Du hast auch noch keinen Taktik. Du? Nein, Glück nicht. Naja gut, dann bleibt ihr alle zusammen. Screw that. Verteidigen. Ihr verteidigt mich alle, have fun. So. Mhm, verstanden. Wir verteidigen das Mutterschiff. Ich mache einen Speicher. Okay. Achtung an alle wir Schiffe. Wir warten auf Bereit Anweisungen. Machen zur Verteidigung. Und los geht's. Star Wolves, es ist gut, dass Sie rechtzeitig hierher gekommen sind. Das Interessanteste steht uns noch bevor. Ja, wie lange sind Sie schon hier? Nur noch ein paar Stunden, aber die Berserker haben bereits mehrfach angegriffen. Zeit. Ehrlich gesagt wirken Ihre Angriffe irgendwie lustlos. Hier brüten zu viele dieser Star Dinge. Star Wolves, ich bin wirklich froh, Sie zu sehen. Okay, cool. Das war jetzt kein wirklich guter Dialog, aber oh well. Was ist das? Okay, sammelt euch da alle. Ist das die Verteidigungslinie? Anscheinend. Wenn ihr euch da sammelt, sammeln wir uns dort auch. Kein Problem. Feindkontakt ausgemacht. Ist so doof, dass es immer dann pausiert. Manchmal würde ich mir wünschen, dass es das nicht tut. Feindkontakt ausgemacht. Da kommen eine Menge Freunde an. Bestätige. Oh, da kommen eine ganze Menge Freunde an. Aber ganz ehrlich, ich werde mich hier keinen Millimeter wegbewegen. Okay, meine Leute, aber das ist nicht so cool. Oh, Masterson hat einen Kavalier. Was ist das denn für ein Schiff? Oh, das ist doch ein Monstrum, ne? Alter, ist das ein Monstrum. Aber die sehen schon ganz cool aus, weißt du? Auch wenn der ganz klar kopiert ist, seht ihr ja, ne? Längsachse. Was habt ihr gesehen? Ich meine, guckt es euch an, das ist einfach ein Schiff. Guck mal, das Schiff ist einfach doppelt dargestellt. Da haben sie einfach die eine Textur genommen, so in der Hälfte hier das, haben sie genommen, das Oberteil, und haben sie einfach gespiegelt. Dann haben sie ein Schiff draus gemacht. Ah, schön. Der wäre erledigt. Okay, haut ihn mal ein bisschen weniger auf die Schnauze, Leute. Bin im Zielanflug. Bereit. Bestätige. Verstanden. Okay, das lief gut. Achtung! Eine Gruppe unserer Kampfschiffe ist von den Berserkern umzingelt. Das läuft nicht so gut. Star Wolves, hier spricht Major Masterson. Wir können den umzingelten Männern helfen und mit ihnen gemeinsam die Hauptstreitmacht der Berserker angreifen. Oder sollen wir einfach direkt mit allem zuschlagen, was uns zur Verfügung steht? Was meinen Sie? Wir dürfen den Berserkern keine Zeit lassen, I guess? Ja. Gut geschossen, Star Wolves. Bereit. Flaggschiff der Berserker, umzingelte Alliierte. Ach, das war dumm. Shit, warte mal, jetzt machen wir nochmal. Erst die Dings durchbrechen. Alle Schiffe. Bereit machen zur Verteidigung. Bestätige, alles klar. Star Wolves, es ist gut, dass Sie rechtzeitig hierher gekommen. Wir warten auf einen weiteren denn? Angriff der Berserk. Star Wolves, ah, dann ich nach bin wirklich froh, Sie zu sehen. Ja, ist cool. Feindkontakt ausgemacht. Wir warten auf Anweisungen. Der Angriff war jetzt wirklich nicht schlimm gegen das eben. Die Berserker können dagegen gar nichts. Guck mal, wie wir die wegballern einfach. Und los geht's. Also die stärkeren Schiffe werden was können, aber diese kleinen Pisselschiffe, die können gar nichts. Bestätige. Und los geht's. Jetzt. Okay. Oh, die TIE Fly geht aber ab. Der wäre erledigt. Einer weniger. So, wenn wir mittendrin sind, können wir auch direkt einsammeln. Alles gut. Achtung! Eine Gruppe unserer Kampfschiffe ist von den Berserkern umzingelt. Erledigt.
Gut, so werden wir es machen. Und nach der Neugruppierung werden wir die Berserker angreifen. Ja, genau das wollte ich. Wir wollen nämlich die Umzingelung erst durchbrechen. Aber Leute, ja genau, das ist sehr gut. Wir wollen erst unsere Leute holen. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, ihr seid dann mit von der Partie, wenn es wieder heißt Let's Play Starwolves. Bis dann, Leute. Tschüss. Lasst mir einen Kommentar und ein Like da.